Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Banished Staffel 2, Folge Nummer 6. Es gab lange kein Banished mehr, ich muss mich übelst reinfuchsen. Viertes Jahr, Herbst. 31 Bewohner. Keine Schilder, 17 Leute. So Kinder, ja. Was macht denn der hier? Da keine Arbeit. Zwölf Bauern haben wir. Wir haben Winter. Steinbruch. Brauchen wir ein paar Arbeiter. So, fünf Arbeiter, mehr Steinbruch. Und hier tun wir mal. Es ist ja Herbst. Und ja, komm. So. Muss ich erstmal wieder die Welt reinfuchsen, ja, oder? Nee, wie kann man drehen? Nach mittlerster Maustaste. Ja, hier rüber haben wir uns gebaut. So, wir haben hier irgendwo schon Bäume angepflanzt. Nee, haben wir noch nicht. Die buddeln hier fröhlich. Stehen unsere Ressourcen? Brennholz, Eisen, Stein, Holz. Ganz viele Arbeiter, die können ja mal hier über den Winter ein bisschen. Also, warte mal. Mal ganz kurz schauen. Haben wir hier. Das ist ein Fischer. Warte. Aus Haus. Auch ein Haus, auch ein Haus, auch ein Haus. Eine Sammlerhütte. Ein Kräutersammler. Dann ist das ein Lagerhaus. Das ist eine Fischerhütte. Das ebenfalls. Das ist ein kleines Haus, das ist ein Holzhacker. Haben wir denn überhaupt schon jemanden, der hier Wolle produziert? Das ist ein anderes Haus. Haben wir noch nicht, ne? Warte mal, wenn wir hier. Ah, nee. Nee, lass mal lieber. So, wo platzieren wir denn das am besten? Wir haben hier unten. Mal ganz kurz schauen. Markt, nee, das wollen wir nicht. Das auch nicht. Nee. Hier, Schneiderei. Kann man das hinsetzen? Nee. Wir gehen gleich nochmal drehen mit R. Mit R. Setzen wir mal dahin. Nee, nicht Spiel, beenden. So. Schneiderei. Eine Schneiderei. Frühwinter sind 4 Grad. Gesundheit ist nicht so gut, aber sie sind sehr zufrieden. Kräutersammler. Wär's mal, wenn hier. Nee. Oder? Die haben jetzt hier hinten das Ding schon erobert, ne? Und hier hinten auch schon. Da kann man ja sagen. Oh, nee. Ein bisschen immer zurückgehen. Wege. Eine Holzbrücke. Baut mal hier. So, und hier noch so ein Trampelpfad dran. Und so. Und die ganzen Ressourcen, die hier sind. Ja, Ressourcen abbauen, genau. Könnt ihr nämlich mal alle hier abbauen. Alles hier abbauen könnt ihr hier. So. Ganz viel zum Abbauen. Was mache ich denn hier immer? Einen können wir hier mit ransetzen.
Schneiderei, die wird auch schon kräftig gebaut. Schon fast abgeschlossen. Können wir schon mal einen Schneiderer einstellen. So. Ach. Ach, ach. Das lassen wir mal so. Guck mal, jetzt wird es langsam kalt. Guck mal, die Brücke wird hier gerade unterquert. Ganz viel Rehen. Schließen. Guckt euch die Rehe an. Dann geht er von hinten an. Hier sind für die Kräutersammler perfekter Arbeitsplatz. Hier bauen wir die auch irgendwo hin, die Kräutersammler. Aber mir rumt es gerade draußen. Es neid. Der ist fertig? Nee, noch nicht. Der ist noch nicht fertig. Aber in wenigen Augenblicken ist er fertig. Was hat denn der ja nichts zu machen oder was? Nee, Holzbrücke. Dieser Siedler ist arbeitslos. Stellen Sie ihn ein. Ja, was soll ich denn hier machen? Ein Fischer. Eventuell. Oder wie? Lassen wir das mal. Guck mal, jetzt können wir nämlich wieder unsere. Wisst ihr? Jetzt fehlt uns nämlich hier einer. Ist das neue Musik? Lange kein Band nicht mehr gespielt. Nee, doch keine. Hört sich auf dem Kopfhörer nur ein bisschen anders an. Als wir auf dem Headset. Ich glaube, weil wir hier beim Bauarbeitern einen hinzugefügt haben. Ne? So. Nee, ich klicke da nicht dort drauf. Wird nämlich jetzt wärmer. Bäm. Einer ist da, ein Schneider. Erstmal Leder. Oh. Ups, Garten. Eventuell Kirsche. Ist auch Kirsche. Was heißt das? Arbeitsdienstgelände wurde deaktiviert. Aha. Ah ja. Jetzt weiß ich auch warum. Hehe. Weil wir nicht genügend Dings haben. Wir haben doch einen Schneider. Eins von eins. Ah, der hat gerade nichts zu tun. Ach so. So läuft hier der Hase. Wir gucken mal in die Häuser. Ja, ja. Zwei Erwachsene, ein Kind. Überall. Hier ist ein Kind schon erwachsen. Die Brücke jetzt schon mal fertiggestellt. Perfekt. Da wird jetzt sich hier ideal. Muss man ja abbauen. Ressourcen abbauen. Baut mal hier Ressourcen ab.
Laufwege, Priorität erhöhen. Diesen Feld. Ist es nicht so. Das ist doch mal, ja, gut. Zeige Limits. Ach so. So läuft hier da raus, oder? 10 Grad, das ist im Spätwinter. Bauen die jetzt mal hier was an? Ich habe euch nicht umsonst so früh da was gegeben. Guck mal, die haken da lieber auf den Weg rum, ne? Anstatt den hier irgendwie. Ne? Kann man ja hier vorne sagen, dass man jetzt so einen Lagerplatz hin platziert. Achso, es wird nochmal kalt. Zum Frühlingsanfang. Hey, da dauert's. Ja, guck mal, jetzt fangen sie an. Schneidet sogar nochmal. Machen wir hinten auch nochmal eine Lagerfläche hin. So. Ach, ich vergesse das immer wieder. Sehr schön. Wie viel sind denn drauf? Ja, das langt. Das langt zuerst mal. Kohle. Kräuter. Was ist das? Hat man noch nicht? Bier. Werkzeuge. Kleidung. Ich glaube, Viehzucht können wir gar nicht machen, oder? Jagdhütte. Viehweide. Haben wir da schon eine? Also, ach hier. Nach. 14 von 14. Was ist da drauf? Das ist wahrscheinlich Hühner, hört sich jedenfalls an. Nach hier vorne Hühner. Hühner. Immer schon wieder gut voran, würde ich sagen. Nee. Nee, immer noch nicht. Hier. So. Soll ich mir ein bisschen Weg bauen. Und hier wollten wir jetzt einen Kräutersammler. R. Bam. Können die schon mal dorthin gehen und den dort so richten. Also was hier drin ist, 81 Holz, 3 Eisen, 14 Stein, 81 Holz, passt. Eisen, Stein waren 14, braucht 12, ideal. Ne? Sofort da, sofort daneben, müsste eigentlich sofort losgehen. Ja, bam, Holz voll? Nee. Eieieiei. Können wir eigentlich gleich noch ein Haus davor platzieren? So, ja. Dut, nee. So, passt das? Perfekt. Nein. Soll nichts abgebaut werden. Noch 10 Eisen. Ja, Eisen haben wir hier. 3 Stück zwar nur, aber es ist Eisen. Eventuell mache ich mal hier so einen Querweg rein. Dass wir das irgendwann mal das hier hinten verbinden. Und zwar mache ich das mit dem Wegetool. So. Auf der Höhe.
gehe dann mal hier vorne. Genau. So hier rüber. Also hier runter. Und die kann ich wahrscheinlich nichts platzieren. Ah, doch, es funktioniert. Wenn ich das jetzt so durchziehe, funktioniert das glaube ich nicht, oder? Doch, funktioniert auch. Dann würde das nämlich heißen, dass wir hier die Ressourcen mal abbauen. Und zwar erstmal in diesen Komplex. Perfekt. Wir bauen es an. Was ist hier? Mais, Mais. Mais. Mais, 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 Mais. Alles Mais. Paprika. Paprika will noch nicht so richtig. Ist ja auch ein langes Feld. Hier ist wahrscheinlich auch Paprika, ja. Das schaut ein bisschen kleiner aus, deswegen. Ah ja, okay. Ah, das hat auch nur 11% Ertrag bis jetzt. Kann das ja noch verkraften? Das kann man noch verkraften. So, was machen denn unsere Fischer hier? Denen geht's gut, den Fischern. Unser ganze Wege- und Brückensystem hier. Es wird langsam. Es wird langsam, ja. Kann man so sagen, ne? Kann man wirklich so sagen. Ah, guck mal, jetzt sieht man auch, dass ja Paprika wachsen. Aber das ist jetzt schon voll. Vielleicht tun wir da auch hier. Kann man das machen? Das ist zu groß. So ein paar Lagerplätze hin. Vielleicht werden die ja irgendwann genutzt. Vielleicht werden die ja irgendwann genutzt, wie zum Beispiel auch hier. Ich da einfach nur was rum. Da kann man auch sagen, dass man hier so einen Lagerplatz macht. Wie zum Beispiel auch hier kann man ganz gut sagen, so. Und du gehst mir hier rüber. Dann gehst du mir hier rüber. Oh, was ist denn los? Lebensmittelvorräte sind fast aufgebraucht. Ah, na, was war ich denn? Wo sind ja Lebensmittel? Wahrscheinlich hier drinnen, ja, weil hier drin nichts ist. Hier im Lager. Die haben noch wenig. Ja. Und das Kind drin, das schon übelst alt war. Hier. Das ist auch etwas älter. Oh, hier. Zwei, hier muss ein neues Haus hin. Das ist ja hier hinten schon in Arbeit, das Haus. Das Haus ist schon in Arbeit. Ja, da komme ich so schnell so viele Ressourcen hin. Einen Weg bauen. Nee, so ein Weg. Ach, was mache ich denn? Mal, die müssen ja auch was abbauen. Ach, das klappt schon irgendwie. Ich verabschiede mich schon mal von der sechsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.